Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video will ich euch ein nützliches Tool zeigen, was auch kostenlos ist, beziehungsweise wie wir uns ganz schnell und super einfach ein sogenanntes Windows PE-Medium erstellen können, das unter anderem für die Systemwartung und Wiederherstellung, um Viren zu beseitigen oder zum Beispiel, wenn unser System, unser PC gar nicht mehr bootet, ja, nicht mehr startet, sehr, sehr hilfreich ist, dann haben wir ja die Möglichkeit, von unserem Medium zu booten, USB-Stick, DVD oder was auch immer wir uns da erstellen, und um das Problem ja auf den Grund zu gehen. Das heißt, auch maybe PE-Bilder. Ich habe das schon heruntergeladen und installiert, wie ihr gerade gesehen habt. Den Download-Link findet ihr bei Interesse direkt unterm Video in der Beschreibung. Das ist hier die offizielle Webseite hier. Ich habe das jetzt, wie gesagt, schon installiert. Ich starte das jetzt einfach mal. Und was hier super cool ist, dass unsere bootfähige Medium, was wir uns jetzt erstellen werden, beide Bootmodus unterstützt, sowohl BIOS als auch UEFI zum einen, und zum anderen haben wir hier die Möglichkeit, das werden wir gleich sehen, sehr einfach unserem eigenen portablen Tools hinzuzufügen. Ja, das Tool ist hier ziemlich übersichtlich. Ich werde mir jetzt mal hier ab Windows 7 wird hier die 64-Bit-Version empfohlen. Ich werde mir mal einfach, also wir können das jetzt hier, können wir uns direkt auf dem Boot oder DVD brennen. Ich werde mir aber eine Image hier lokal erstellen auf dem PC. Hier haben wir die Möglichkeit, unsere eigenen Tools hinzuzufügen. Ja, einfach hier Add Folder. Und hier habe ich mir ein paar Tools einfach mal ja, in den Ordner hier gelegt. Ein paar portable Tools, die ich mir jetzt hinzufügen möchte zu meiner Image. Einfach auswählen, auf Next klicken. Hier, ich habe jetzt keinen USB-Stick angeschlossen, deswegen, ich wollte mir aber sowieso eine ISO, hier eine Image lokal speichern. Und genau, einfach auf Next klicken und schon geht's los hier mit der Erstellung unserer Image. Das kann ja je nachdem ein paar Minuten dauern. Bei mir hat ja, das kommt natürlich darauf an, was euer System bzw. auch eure ja, Internetleitung hier gibt. Das kann vielleicht von, weiß ich nicht, einer Minute bis zu, keine Ahnung, 10 Minuten vielleicht dauern. Einfach geduldig abwarten, bis das jetzt hier durch ist. Ich werde mal kurz vielleicht Pause machen und komme gleich wieder, wenn das durch ist. Genau, das hat jetzt bei mir ganze, also knapp 5 Minuten gedauert. Einfach auf Finish klicken und schon habe ich hier meine Image. Zack, da ist sie. Ja, die erstellt wurde gerade eben. Ich werde das mal vielleicht mit ja, einer virtuellen Maschine hier in eine virtuelle Umgebung starten. Einfach mal zu so sehen, wie das aussieht und ob das überhaupt funktioniert. Ich tue jetzt mal so hier. Lokal Installation, okay. Ich starte jetzt einfach mal von der, ja, meine Image hier. Zack, da ist sie ja. Einfach mit Doppelklick erstellen. Zack, und schon startet jetzt unsere Maschine hier, wenn das alles funktioniert. Zack, ich mache mal ein bisschen größer. Genau, hier einmal irgendeine Taste drücken, dass wir von dem DVD hier booten, und ja, schon startet unsere Maschine hier, unsere Image. Hier sind ein paar Tools, die mit dabei sind für die, wie gesagt, Systemwartung oder Wiederherstellung. Wir können jetzt hier
Also meine Tools, die ich mir hinzugefügt habe, die sind irgendwo, die müssten hier sein. Genau, das ist der Folder. Ja, Portable Tools. Wenn ich jetzt das mal öffne, genau, User. Zack, da sind sie. Ja, ich habe mir einfach mal so beispielhaft ein paar Tools hier mit runtergezogen. Wir können hier natürlich auch, weiß ich nicht, portable Antivirenprogramme uns hier hinzufügen, um Viren zu beseitigen oder was auch immer wir da brauchen. Wir können uns das, ja, je nach Bedarf anpassen. Genau, das war es im Prinzip auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.